drei Wochen stand SpongeBob als Grabstein auf dem historischen Friedhof der US-Stadt Cincinnati. Dann zog die Friedhofsverwaltung die zuvor erteilte Genehmigung zurück. Die Comicfigur, ein Schwamm mit Augen, das sei doch zu unangemessen für diesen Ort, hieß es. Den Grabstein hatte die Familie einer ermordeten Irak-Veteranin extra anfertigen lassen. Kimberly Walker liebte die Comicfigur. Die Friedhofsverwaltung bleibt hart. Sie haben kein Mitgefühl für das, was wir durchgemacht haben. Jetzt sucht die Verwaltung nach einer einvernehmlichen Lösung.